Hallo und herzlich willkommen, YouTube. Hier ist euer Mr. DJ Blackmaster. In letzter Zeit habt ihr bestimmt mitbekommen, Gamerszene.de ist zurzeit nicht weitergekommen, da es das Team zurzeit voll zerrissen hatte. Es gab wie Probleme in Streitereien, sei es hier, der eine beschwert sich über den oder der andere kommt nicht mit dem klar, der andere mag nicht arbeiten und diese ganzen Sachen haben dazu geführt, dass zurzeit Gamerszene nicht weitergekommen ist. Aber wir haben jetzt 17.17 Uhr und wir haben uns darüber schon ein paar Gedanken gemacht gehabt, schon vorher, wie es weitergehen soll. Also hat das Team sich entschlossen, weiterzumachen und wir versuchen, das Projekt aufzubauen. Wir programmieren seit über einer Woche wieder an diesem Projekt und ich bin leider jetzt gerade nicht in Nürnberg zu Hause, wo ich wohne normalerweise. Ich bin gerade in Landshut bei einem Moderator von gamerszene.de. Ja, also ich grüße dich erstmal hier. Hallo Julian. Hallo. Und wie fühlst du dich als neuer Moderator von gamerszene.de? Keine Ahnung. Schon coole Sache. Schon ein großes Projekt und so. Schon eine krasse Sache. Hättest du jemals gedacht, dass du ein Moderator wirst von so einer großen Community? Eher nicht. Schon erst noch gar nichts damit zu tun gehabt und jetzt eher schon krass. Hast du irgendwelche Vorstellungen, was auf dich jetzt nämlich zukommen wird? Ja, aber die werde ich jetzt noch nicht äußern. Du wirst nur noch nicht äußern, okay. Nun gut, um euch nur so vorzuwarnen, gamerszene.de wird demnächst released. Ich schätze, am 1.1. werden wir die erste Pre-Alpha veröffentlichen. Das heißt, dort könnt ihr euch offiziell registrieren, anmelden, schon die ersten Funktionen ausprobieren. Zurzeit das Alternativprojekt silent-sponsoring.de ermöglicht euch kostenlose Zugriffe auf Gameserver wie für Counter-Strike Source, Counter-Strike 1.6, Counter-Strike Condition Zero und viele weiteren. Wir haben viele Partner wie zum Beispiel ddlink.eu und MyHostZone, richtig? War es so? Ja. Ja. Wir sitzen hier auf der LAN-Party in Landshut und ich habe nichts Besseres zu tun und mache ein kleines YouTube-Video über die Informationen von gamerszene.de und den Status.